gerade fotografiert? Nö. Gut. Alles gut. Unglaublich, wie die sich aufspielen. Die zahlen vielleicht Platzgeld und du nicht. Nee, der ganze Zirkus mit den Vorrechten beruht auf einer übertriebenen Religionsfreiheit. Gerade Deutschland ist ja davon betroffen, dass Religionsfreiheit massiv unterdrückt wurde. Und aus diesem Grunde, also die Überreaktion, das ist wie ein Pendel. Die Überreaktion ist, dass Menschen, die mit Amt und Würden bekleidet sind, hochschreckhaft sind, was Religionsfreiheit anbetrifft. Aber auch Grün-Linke sehen in der Religionsfreiheit eine Art wiederum Religion. Für die sie gerne Kinder sterben lassen, wie ich in Speyer ja erfahren habe. Also Zeugen Jehovas in Ruhe lassen ist wichtiger als das Überleben derer, die gerettet hätten werden können. Na, das muss ich jetzt aus dem Video rausschneiden, weil du sonst eine Anzeige kriegst. Weil du hast ihn beleidigt, du hast jetzt dein Missfallen ihm gegenüber ausgedrückt und das reicht für 30 Tage Gefängnis. Wo ist denn das passiert? Hier in Waldorf. Wo aber? Waldorf. Aber man weiß nicht, wo oder wie? Nee, die Adresse weiß ich nicht. Ja, die Adresse muss man auch nicht wissen. Warum hat man das nicht mitbekommen? Ist das Mann A30? Warum hat man das nicht mitbekommen? Das habe ich danach mitgekriegt. Ist mir erzählt worden. Und es hat ja auch in den Zeitungen gestanden. Nur in den Zeitungen stand nichts von Zeugen Jehovas. Ach so, das wird in Deutschland unterdrückt. Ja? Wenn irgendetwas passiert, was mit Religion zu tun hat, dann machen sie daraus alles Mögliche. Es darf nur nicht die Religion erwähnt werden. Scheiße. Tja, na, das ist. Eine halbe Lüge ist auch eine ganze Lüge, ne? Und deswegen stehe ich hier und mache darauf aufmerksam. Ja, machen Sie gut, ja. Danke. Dass Zeugen Jehovas gefährlich sind. Sechsjährige, ja. Ja, danke, ich wollte los. Ja. Schönen Tag. Ihnen noch. Weißt du, dass das ein Zeuge ist da? Links? Jetzt erzählt er denen das andersrum. Das stimmt nicht, sagt er. Du wirst von den Zeugen Jehovas sofort widerlegt. Zwar nicht mit Argumenten, aber mit dem Satz, das stimmt nicht. Sind Sie jetzt pro oder contra Jehova? Contra. Bitte? Contra. Ah, gut. Sollten Sie vielleicht dazu schreiben? Also ich bin nicht dafür, dass Sechsjährige an einer Doktrin sterben. Dann sollten Sie das dazu schreiben, weil man hält Sie hier für Zeugen Jehova. Glaube ich nicht. Glaube ich schon, doch. Weil ich stehe auch immer hier. Na, deswegen stehe ich ja hier. Um ein Gegengewicht zu setzen. Ja, das müssen Sie aber besser nach außen nehmen. Ach, das versteht man schon. Ja, glauben Sie? Das versteht man, ja. Wenigstens beim zweiten hinschauen. Ja. Ja. Aber schaut ja keiner zweimal. Na, gibt doch etliche, die zweimal gucken. Doch, doch.
Religion rettet nicht, nur Jesus rettet. Heißt auf Deutsch, es gibt ja, wenn wir überhaupt eine Chance haben, zu Gott zu kommen, dann ist das Gott selbst. Ja, wir können nicht durch irgendeine kultische Angelegenheit uns zu Gott emporschwingen. Aber noch, um nochmal drauf zurückzukommen, Sie haben gesehen, wie der mich verfolgt hat, aber haben nicht gehört. Ich habe gesehen, dass der auf Sie zu ist. Ich bin da gerade rübergekommen, wie Sie gestanden haben, wie er auf Sie zugegangen ist, habe ich gesehen. Und habe nur Sie auch mit anderen da vorher diskutiert. Der hat nur irgendwas gesagt, ja, da mische ich mich ein, das geht mich auch was an, ich bin betroffen oder so irgendwas. Mehr habe ich nicht mitgekriegt, dann bin ich da in den Laden rein verschwunden. Also der ist hier, ich habe hier einige Achten geschlagen auf dem Platz hier. Aha. Der ist mir ständig so einen Meter hinter mir her, ständig bedroht. Mhm. Ich meine, meine Adresse steht ja im Internet. Und, wie machen Sie das schon länger hier? Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Ja, nur doch, das mache ich schon länger, ja. Also die Berichte darüber, die stehen auf der antichristwachtturm.de. Aha. Und das ist natürlich ein harter Vorwurf mit dem Verbluten lassen und das stimmt also, aber faktisch. Ich denke ich auch, dass das ja. Denn, und was, gehören Sie einer Organisation an oder tun Sie das als Privatperson? Als Privatperson. So gesehen. Nee, weil Sie, ich habe ja gerade gesagt, ich habe ein Problem mit Religion. Ja. Da gehört auch bei mir zumindest persönlich auch ein Glauben nicht an Gott dazu, das scheint bei Ihnen ein bisschen anders zu sein. Ja. Weil Religion hat auch mit Gott nichts zu tun. Ja. Wir haben gestern ein Begräbnis gehabt, ein 38-jähriger Kollege ist gestorben und der katholische Priester erzählt da einen Nonsens, wie soll das mit Gott zu tun haben? Das geht gar nicht. Also ich habe weder mit Gott noch mit Religion was zu tun, sage ich jetzt mal. Hat sich halt so ergeben sozusagen. Ich finde es nur so furchtbar. Ich meine, wenn man in die Welt guckt, deswegen brechen Kriege aus, wegen irgendwelchen Religionsthemen. Ja, das war in der Vergangenheit ja noch viel krasser als heute, wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückguckt. Also da habe ich definitiv ein Problem damit. Und so einen Glauben habe ich jetzt für mich noch nicht entdeckt. Braucht das also auch nicht. Ich denke, das ist auch okay so. Ja, das ist jetzt der letzte Satz, war ein bisschen leichtfertig. Fakt, also ich habe so erlebt, ich habe mit 16 mit Jesus einen fiesen Kuhhandel gemacht. Ich habe gesagt, wenn du der bist, für den du dich ausgibst, dann gebe ich dir mein Leben. Und das hat ausgereicht. Also die Skepsis, die sie haben, ist okay. Ja. Die ist okay, aber die ist umso okayer, wenn sie den Selbstversuch nicht scheuen. Wenn sie natürlich den Selbstversuch scheuen, in dem Moment sind sie der schlechteste Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Will damit sagen, wenn die Aussage kommt, ich habe damit jetzt nichts zu tun, ist das in sich erstmal okay, aber man sollte doch. Ja, gestern sagte eine Kollegin zu mir, ich will da nicht tiefer graben. Dann habe ich zu ihr gesagt, das ist ja eine LMAA-Einstellung. Und da sagte sie, das verbitte ich mir. Aber faktisch ist es nichts anderes als LMAA. Ja, und gut, das ist auch vielleicht, wenn man zu seinem Standpunkt gekommen ist, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Standpunkt ist das ja nicht. In dem Moment, wo Sie an Jesus glauben, haben Sie keinen Standpunkt in dem Sinne, sondern Sie sind ja nicht überzeugungstechnisch unterwegs wie Religion. Wie Religionsanhänger. Ja gut, aber ich bin überzeugungstechnisch so überlegt, es gibt ein höheres Wesen. Und das kann ich nicht glauben, erstmal, sag ich mal. Deswegen habe ich es ja getestet. Ja. Naja gut, und diese Tests, weiß ich nicht, wie das bei Ihnen aussah, ist auch egal. Also ich kann nur dazu einladen, wenn ein guter Wissenschaftler scheut den Selbstversuch nicht. Ne? Das ist natürlich mit der Konsequenz verbunden, wenn der sich jetzt zeigt und antwortet, dann hänge ich natürlich als guter Wissenschaftler am Fliegenfänger. Nur Fakt ist, so habe ich es erlebt, es ist das Schönste, was es gibt. Naja gut, ich denke, das muss jeder für sich entscheiden, wenn Sie da irgendwie... Das kann man nicht selbst entscheiden. Doch, das kann man selbst entscheiden. An dieser Stelle hören wir einfach auf zu diskutieren. Okay. Lassen wir die Mauer stehen. Genau, lassen wir die Mauer stehen, wie auch immer. Sie genauso vielen wie ich. Vielen Dank für das Gespräch. Gut, tschüss.